Braunau gegen Puch 2:0 und SV Ried gegen St. Pölten. Das sehen wir hier. 3000 Zuschauer und nach der Pause dieses Foul von Mandris an Stanisavjevic. Und der verwandelt selbst zum 1:0, zum einzigen Treffer. Ried schlägt St. Pölten mit 1:0. Gegen Ende gibt es dann noch eine rote Karte für Glatzmeier von St. Pölten. 1:0 also für Ried. Die weiteren Ergebnisse: Leoben gegen Flavia Solva 1:1. Lustenau-Kufstein 2:0. Klingenbach gegen die Wiener 1:2. Ein Spiel morgen, und zwar Gerersdorf gegen Oberwart. In der Tabelle weiterhin der GAK vorne, jetzt allerdings vor Ried, dann die Wiener, St. Pölten und so weiter. Und die zweite Seite sehen wir hier. Gingenbach, Stockerau und Wiener Neustadt wären im Augenblick abstiegsgefährdet. Der Totoschein.